Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Star Stable Online. So, ich wollte mich in dieser Folge gemeinsam mit Isabel und euch auf die Schleifensuche begeben. Ich musste jetzt bis zum Abend warten, da ich ja nicht wirklich auf den Server kam, außer kurz mal nach dem Update. Die Folge kam jetzt recht spät. Es tut mir leid. Diese folgt jetzt dann am darauffolgenden Tag, die werde ich dann am Donnerstag hochladen. Und wir gucken jetzt mal, was es mit dieser Sivanato da auf sich hat. Hilfe! Julia Siva kommt nach Türweg und wir haben hier einen Schleifennotfall. Triff uns in Fort Pinter. Okay. Jetzt gehen wir mal zu dieser... irgendwas. Was ist für ein Name? So, Sivanato. Hallo, wie heißt du? Otto? Danke, dass du gekommen bist, um uns zu helfen. Ich bin Safi und das hier ist meine Freundin Selma. Wir sind Jerics größte Sivanotz. Was? Du weißt schon, Superfan von Julia Siva, der beste Sängerin und Schauspielerin der Welt. Naja, nach dem, was ich an den Videos gesehen habe, überhaupt nicht mein Fall, nein. Hast du schon gehört? Julia Siva kommt nach Jerick. Ich weiß. Ich bin fast ohnmächtig geworden, als ich davon erfahren habe. Ja, schön für dich. Die Sache ist, Selma und ich haben eine große Überraschung geplant. Du weißt doch, wie sehr Jojo große Schleifen liebt? Nun, wir haben unsere ganz eigenen Schleifen angefertigt, um sie zu überraschen. Eine ganze Menge davon. Aber es gibt ein Problem. Als Selma und ich vorhin einen Ausritt unternommen haben, sind einige Schleifen aus meinem Rucksack gefallen. Das ist eine Katastrophe, Ortum. Wir müssen diese Schleifen unbedingt finden, damit wir sie Julia Siva übergeben können. Wenn du uns hilfst, bekommst du eine Belohnung und tolle Jojo-Geschenke. Okay. Die Jagd nach Schleifen. Hier sind Jojo. Wir haben sie bei einem Ritt durch Moorland, Niemals Hochland und hier in Fort Pinter verloren. So kann die Schleifen. Sie können so diese Schleifen nur an diesem Ort sein können. Finde alle Schleifen und bringe sie zurück zu uns. Für jeweils 5 Schleifen, die du findest, bekommst du ein tolles Geschenk. Wir verstecken in Fort Pinter, Moorland und Niemals Hochland auch einige zusätzliche Schleifen. Nur so zum Spaß. Es sind fast jeden Tag ein paar neue Schleifen zu finden. Bereit für die Schleifenjagd, Otto? Okay. Den gehen wir mal noch hier in den Laden schauen. Dextra! Ich sehe hier gerade überhaupt nichts. Ja, die sind ganz süß. So, gehen wir mal nach Schleifen suchen. So, Schleifen suchen. Gehen wir mal darauf gucken. Also scheinen sich jeden dort die Standorte ein bisschen zu ändern. Ich dachte jetzt vielleicht, es gibt eine bestimmte Menge, die man finden kann oder auch am Tag vielleicht eine gewisse Anzahl finden kann. Aber wir klappern da jetzt einfach mal alles nach und nach ab. So wie bei der Ostersuche. So, haben wir vielleicht hinten eine. Schauen wir gerade mal. Da haben wir mal keine. Jop. Okay, hier sind keine. Ich habe mal da im Turm noch. Aua. Pferd. Hier haben wir anscheinend auch keine. Kurz auf Lisa warten. So, hier runter. Blum. So, wo könnten denn noch welche sein? Richtung Strand runtergehen. Vielleicht gibt es ja da welche. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die ausschauen sollen. Ja, wir haben ein paar Schleifen verloren. Aber wir haben noch ein paar versteckt. Und man denkt, hä? Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
Bist du vielleicht bei den Fährenwöhe? Nee. Beim Ponyboot vielleicht? Ponyboot. Ja, da glitzert was. Eine Schleife. Jojo-Schleife. Du kannst diese Schleife jeden Tag gegen neue Geschenke eintauschen. So, da hinten haben wir wieder den Hai. Aber den brauchen wir jetzt nicht. So, Isa. Are you coming? So. Am Fort Bilderstrand vielleicht? Das ist der Picknickplatz, das ist es nicht. Kann ich mal hier außen lang? Okay, da haben wir keine. Hier irgendwo vielleicht? Das Gelände hier ist ja halt auch ziemlich weitläufig, gell? Also hier haben wir auch keine. Ich glaube irgendwie in Fabi's Stream ist doch fallen gelassen worden, dass bei den Lois Abbey eine sein soll. Schauen wir hier mal nochmal nach. Nope. Aua. Okay. Im Fort Pinter finde ich jetzt aktuell keine weitere. Oder ich bin blind, das kann natürlich auch sein. Kann natürlich sein, dass der Ort immer so ein bisschen variiert, sag ich mal. So wie es bei den großen Ostereiern der Fall ist. Stonebridge. Yes, please.
danke schon. So. Trend. Noch nix. Ich bin nur am Fernsehen. Vielleicht noch was? Richtig verstanden habe, dann kann man jeden Tag neue Schleifen finden. Nee, schaut nicht so aus, ob das noch was ist. Naja, ich denke, sollte sie da unten was finden, wird sie uns Bescheid sagen. Ich habe mir hier nebenbei den Shattered Remains offen und die haben jetzt hier ein paar Standorte angegeben, wo welche sein könnten. Strand Richtung Moorland. Am Strand Richtung Moorland. Hinter Jaspers Haus. Vor der Höhle im Moorland hinter einem Fels. Eigentlich mag ich solche Suchen ja überhaupt nicht. Ich bin immer so mega faul. Ich warte meistens bis zum nächsten Tag, bis irgendwo eine Liste oder ähnliches auftaucht. Bei der neuen Abbey soll auf jeden Fall noch eine sein. Oder Doyle's Abbey. Was war immer.
Wo? Hä? Hab ich gerade übersehen? Ach nee, hier. Tatsächlich. Da da da. So, am Strand unten sollte noch eine sein und im Fortpinter. Weil die von Bonnie verkauft, die haben wir ja schon. Am Strand am Fortpinter Richtung Moorland. Mal das Pony rennen, aber ich glaube, das ist schon fast zu weit, oder? Vor allem die Angabe Fort Pinter, wo soll das sein? Hä? Am Fort Pinter Strand Richtung Moorland. Hier gar nichts. Erst muss man gegen den scheiß Schirm springen. Ah, hier drüben haben wir noch eine. Thanks, Sophie. So, na gut, da haben wir zumindest mit dem hier. Und jetzt wollte ich noch bei, wie heißt es, bei Jaspers altem Haus nachschauen. Mit denen jetzt die Schleife in Fort Pinter selbst finde ich jetzt gerade nicht. Dann sollte noch eine vor der Höhle in Moorland sein. Ich vermute die Damaskusmine. Beim Zirkus oben sollte noch eine sein. Und bei Frau Hoeswood. Ah, ich habe schon einen Glitzer gesehen. Vermute hier bei Jasper hinterm Haus. Ja! So, dann haben wir den nächsten, dann gehen wir weiter schauen.
beim Zirkus fehlt mir noch. Und bei der Höhle von Vermorland und bei der Höhle der Maskusmine. Beim Zirkus und bei Frau Hoswood. Ab zu Frau Hoswood, wenn wir jetzt eh schon da sind. Ich glaube, pro Tag wird es wahrscheinlich so 7 Schleifen zu finden geben. Ah, hier. Du hast eine Jojo-Schleife erwischt. Oder noch bei der Damaskusmine? Bei irgendeinem Felsen? Na, so viele Felsen sind da ja nicht. Ah, hier. Ich sehe schon. Und dann wollte Sophia noch gemeinsam in Fort Pinter schauen. Da müsste noch einer sein. Hinter dem Zirkus bei der Mauer. Na, es gibt nur eine Mauer beim Zirkus. Ah, hier. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und von Sophia kommt gerade nichts mehr. Es fehlt ja nur noch die in Fort Pinter. Na gut. 7 Schleifen scheinen tatsächlich das höchste zu sein. Mehr scheint es nicht zu geben. Na gut, dann schauen wir mal. Bei 7 Auto. Und tauschen unsere Schleifchen mal ein.
und bin ein Pony. Den habe ich ja bei Fabi im Stream schon gesehen. Und ich denke, wir werden uns über die Tage so ein Outfit zusammensammeln können. Und ja, die restlichen zwei Schleifen werden wir für morgen brauchen. Morgen wird es neue Standorte geben. Ich werde mal schauen, ob ich das jeden Tag irgendwie einhalten kann. Mal schauen. Ich muss echt schauen, ob und wie ich es schaffe. Und naja, wenn, dann muss ich das in der Früh aufnehmen. Nun gut, ich schneide das hier zusammen. Es wird wahrscheinlich so ein kleines paar Minuten Video werden. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn es so ein kleiner Zusammenschnitt war. Hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Schleifensuchen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Schleifensuche. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.